Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge unserer Reihe Ins Heft gezoomt und begrüße ebenso herzlich unseren heutigen Gast, Frau Dr. Katharina Stengel, die mit mir zusammen ihren Aufsatz vorstellen wird, der das Juli-Heft des laufenden Jahrgangs eröffnet, mit dem Titel Eine jüdische Stimme vor Gericht, internationale jüdische Organisationen und die Etablierung der Nebenklage in NS-Prozessen. Aber zunächst darf ich unseren Gast kurz vorstellen. Katharina Stengel hat an der Goethe-Universität Frankfurt am Main mittlere und neuere Geschichte, Soziologie und politische Wissenschaften studiert und wurde 2012 in Bochum an der Ruhr-Universität mit einer Studie über Hermann Langbein, ein Auschwitz-Überlebender in den erinnerungspolitischen Konflikten der Nachkriegszeit, promoviert. Von 2016 bis 2019 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur in Leipzig und arbeitete in dem Forschungsprojekt Opferzeugen in Auschwitz-Prozessen 1950 bis 1980. Aus diesem Projekt ist auch ihre 2022, also noch ganz neu erschienene Studie, Die Überlebenden vor Gericht, Auschwitz-Häftlinge als Zeugen in NS-Prozessen, hervorgegangen. Frau Stengel ist momentan wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt und sie forscht weiter über ein verwandtes Thema, nämlich über die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes in den 1950er und in den 1960er Jahren. Also allein aus dieser kurzen Vorstellung sieht man schon, dass es kaum jemanden gibt, der kompetenter über Prozesse, Zeugen, Klagen, Nebenklagen sprechen könnte, als es Frau Stengel kann. Frau Stengel, schön, dass Sie da sind. Auch Die erste meinerseits. Frage, die sich mir gestellt hat, als ich Ihren Aufsatz auf dem Redaktionstisch hatte, war die, dass in den frühen Prozessen wegen NS-Verbrechen ja zumeist und hauptsächlich die Täter im Mittelpunkt des Interesses gestanden sind. Warum interessierte man sich seinerzeit kaum für die Opfer? Und was sagt das über die Gesellschaft der Bundesrepublik aus? Ja. Also ich denke, da gibt es zwei Aspekte. Zunächst mal, ein Strafprozess ist notwendigerweise in einem gewissen Rahmen natürlich täterzentriert. Es geht ja um die Schuld des Angeklagten. Es geht darum, im Verfahren jetzt über Schuld und Unschuld zu verhandeln. Das ist eine der wichtigsten auch Aufgaben eines Rechtsstaats, die Rechte eines Angeklagten irgendwie zu schützen und zu gewährleisten. Deswegen glaube ich, gibt es so ein unumgängliches Moment da drin, dass ein Täter natürlich im Zentrum eines Strafprozesses steht und auch stehen muss. Die andere Frage oder ein anderer Aspekt dieser Frage ist, wie die Justiz und auch die Gesellschaft mit den im Kontext dieser Prozesse mit den NS-Verfolgten und Opfern umgehen. Eine gewisse Geringschätzung sozusagen den Zeugen, den Opfern eigentlich, den NS-Verfolgten gegenüber. Ging ja schon, das sieht man ja schon in den Nürnberger Prozessen der Alliierten im Grunde genommen. Da hat sich das ja schon zum Teil ja, nicht etabliert, aber jedenfalls haben die Verbrechensopfer dort eine ganz marginale Rolle gespielt. Es gab ja nur eine ganz kleine Zahl von Zeugen von der Opferseite, darunter überhaupt nur drei jüdische Überlebende, die auch alle von der sowjetischen Anklage geladen wurden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit, ich habe hier ein Foto von Nürnberg. Ja, das müsste jetzt zu sehen sein. Wunderbar. Hier sieht man eine französische Widerstandskämpferin und Auschwitz-Überlebende, Ravensbrück-Überlebende, eine der, wie gesagt, ganz wenigen Zeugen der Opferseite, die überhaupt in Nürnberg ausgesagt hatten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit in Nürnberg standen natürlich die ja oft sehr prominenten hohen NS-Funktionäre. Und dann gab es ja auch sehr viele prominente ebenfalls NS-Funktionäre, die dort als Zeugen geladen waren. Von den
Aussagen der Opferzeugen oder möglicher Opferzeugen, insbesondere der Jüdischen, haben sich die Alliierten, das haben sie sehr dezidiert klar gemacht, sehr wenig erwartet. Also sie sind davon ausgegangen, hier vor allem auf sehr subjektive, auf das eigene Leid fokussierte Berichte sozusagen zu stoßen, voller Übertreibungen, voller Rachegelüste. Also das heißt, es gab überhaupt kein Vertrauen, dass man von diesen Opfern hier irgendwelche relevanten Aussagen bekommen würde. Die Alliierten vertrauten ja vor allem auf den Dokumentenbeweis in Nürnberg und auf die hohen Zeugen aus der NS-Administration. Auch in Nürnberg gab es schon jüdische Organisationen, wie das Institute of Jewish Affairs und World Jewish Congress, die ja versucht haben, die Aufmerksamkeit sozusagen für den Judenmord, für die jüdischen Opfer in Nürnberg zu vergrößern. Aber das hat in dem Fall zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich funktioniert. Die bundesdeutsche Justiz, beziehungsweise auch schon die deutsche Justiz vor Gründung der Bundesrepublik, konnte aus verschiedenen Gründen also das Gründe der Rechtsprechungsgrundlagen auf die Opfer Zeugen also aus Zeugen seitens der Opfer in ihren Prozessen überhaupt nicht verzichten. Also die ehemaligen KZ-Häftlinge, die ehemaligen Ghetto-Häftlinge und so weiter waren in vielen NS-Prozessen der deutschen Justiz die wichtigsten Beweismittel. Aber auch hier standen anfangs die CETA ganz im Zentrum der Aufmerksamkeit und vor allem der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die deutschen Prozessbeobachterinnen brachten ihnen sehr häufig viel mehr Interesse gegenüber. Ich glaube, das lag daran, dass sie einfach als spannender empfunden wurden, sich irgendwie mit diesen Tätern zu beschäftigen, dass es auch leichter war, dass es entlastender war in gewisser Weise. Man konnte an diese Angeklagten ganz gut voller Abscheu sozusagen Schuld delegieren. Es gab auch so eine gewisse ambivalente Faszination oft. Und im Gegensatz dazu war es einfach sehr viel schwieriger, sich mit den Opfern und mit diesem sichtbaren Leid der Opfer überhaupt in irgendein Verhältnis zu setzen. Aber es waren auch in vielen Fällen die Formalien eines Strafprozesses selber, die es ja sehr schwer gemacht haben, sich für die Opfer zu interessieren und mit denen irgendwie Empathie zu empfinden. Die Rolle der Zeugen war ja sehr eingeschränkt in den Verfahren zunächst. Die waren ganz durch die Anforderungen der Justiz bestimmt und es herrschte ja vor Gericht auch oft so eine sehr spürbare Skepsis gegenüber dieser Opfergruppe. Ja, weil sie so verletzt waren, weil sie so wenig neutral waren und so wenig dem Idealbild eines wirklich guten Zeugen entsprachen. Das hat sich dann so allmählich in den 60er Jahren angefangen zu verändern. Das war kein kontinuierlicher Prozess, aber seit dieser Zeit, also Stichwort Eichmann-Prozess, Auschwitz-Prozess, gab es eine andere Wahrnehmung der Opfer, die sich dann aber auch relativ schnell auf die Opfer allgemein ausgedehnt hat. Also das ist dann in der bundesdeutschen Justiz irgendwann zu Opferschutzgesetzen in den 80er Jahren kam. Das hatte jetzt gar nichts mehr mit NS-Opfern zu tun. Da ging es dann schon um ganz andere Opfer, in dem Fall Opfer sexueller Gewalt. Ja. Weil Sie gesagt haben, die Rolle von Tätern und Zeugen ist etwas Besonderes im Strafprozess und deswegen ist auch, sagen wir mal, die Stimme, die Zeugen vor Gericht haben, ja auch eine nur teilauthentische, was ein Frage- und Antwortspiel in einem hochformalisierten Ja. Verfahren ist. Und an diesem Punkt kommt dann die Idee ins Spiel über das Instrument der Nebenklage. Praktisch mehr Ellenbogenfreiheit und zusätzliche Stimmen und zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren. Wer stand hinter dieser Idee und welche Ziele verfolgten die Initiatoren der Nebenklagen? Ja, Sie haben das ganz richtig gesagt. Also es ging, die Grundidee war tatsächlich, den Opfern eigentlich eine größere Präsenz in diesem Prozess gegen die Täter zu verschaffen. Also eine andere Rolle, eine andere Präsenz, als sie das normalerweise haben in der sehr eingeschränkten, beschränkten Rolle als Zeuginnen und Zeugen.
also in einem, als Nebenkläger und Nebenklägerin können sich die Opfer, sie können sich anwaltlich vertreten lassen, was Zeugen natürlich nicht können. Sie können über ihre Anwälte Akteneinsicht erlangen. Sie können selber beantragen, dass bestimmte Zeugen befragt werden oder bestimmte Beweismittel in das Verfahren eingebracht werden. Die Anwälte können am Ende plädieren. Also sie sind insgesamt sehr viel aktiver am Prozessgeschehen beteiligt und werden auf diese Weise auch sichtbarer. Also sie können eigene Forderungen für die Partei sozusagen der Opfer stellen und ja, eine eigene Stimme, wie das auch tatsächlich in diesen beteiligten Organisationen immer genannt wurde, also eine eigene Stimme erheben. Eine Nebenklage war schon sehr früh, also die ersten Versuche gab es schon in den 40er Jahren, interessant für die Personen und Organisationen, die sich auf der Seite der Verfolgten für die NS-Prozesse engagierten. Also in den Fällen, mit denen ich mich beschäftigt habe, das waren ja vor allem Auschwitz-Prozesse, aber ich habe auch ansonsten natürlich in der Literatur zu dem Thema recherchiert, waren das jüdische Organisationen, also der Zentralrat der Juden, das waren internationale jüdische Organisationen wie der World Jewish Congress und sein Institute of Jewish Affairs, die Jewish Claims Conference, aber auch mehr so quasi im antifaschistischen Milieu beheimatete Organisationen wie die großen internationalen Lagerkomitees, also im Fall der Auschwitz-Prozesse das internationale Auschwitz-Komitee. Und also ab Mitte der 50er Jahre versuchten diese Organisationen dann immer stärker mit Hilfe jüdischer Anwälte und mittels des Instruments der Nebenklage in diese NS-Prozesse zu intervenieren. Ich habe hier ein weiteres Foto. Sieht man eine große Generalversammlung des World Jewish Congress von 1948 in der Schweiz. Der World Jewish Congress war besonders intensiv involviert in diese Dinge oder hat sich in dieser Dinge besonders stark angenommen. Die Idee war, in diesen schwierigen, ja, manchmal auch ja regelrecht skandalös verlaufenden NS-Prozessen, die Opfer zu stärken, auch die Opferzeugen zu stärken, die Zeugen der Anklage zu schützen. Die Vertreter vor allem des World Jewish Congress sprachen immer wieder von einer jüdischen Präsenz. Also es sei ihnen wichtig, eine jüdische Präsenz in diesen Prozessen sichtbar zu machen, also international sicherlich auch in die jüdische Gemeinschaft ein Signal zu setzen. Die Organisation kümmert sich, sie sind da, sie kümmern sich um die Opfer, ja, sie sind präsent. Sie haben dann auch die Anwälte vermittelt und meine Nebenklage und Nebenklagevertretungen. Das ist ja auch nicht umsonst zu haben. Viele von den Opfern, gerade auch wenn sie aus Osteuropa kamen, waren arm, hatten ja alles verloren, kamen zum Teil von weit her. Wer trägt die Kosten und wer stellt den Kontakt zu den Anwälten her und wer waren die Anwälte? Für diesen Prozesskomplexe Auschwitz, jetzt mal im weitesten Sinne, wofür ich das am besten sagen kann, also es wird bestimmt viele andere Prozesse ge geben, wo es auch Nebenklagen gab, über die ich jetzt gar nichts sagen kann. Aber jetzt für diese Auschwitz-Prozesse war ein Frankfurter Anwalt sehr prominent als Nebenklagevertreter vertreten, das war Henry Ormond. Und seine Kanzlei, also später haben auch andere jüngere Anwälte aus seiner Kanzlei Nebenkläger vertreten in verschiedenen NS-Prozessen und Auschwitz-Prozessen. Ormond war selber jüdischer Verfolgter, der war 1938, damals, glaube ich, war er schon Anwalt, war er im Konzentrationslager, kam dann als britischer Staatsbürger nach Deutschland zurück und hat in Frankfurt eine Anwaltskanzlei eröffnet 1950 und ist relativ früh schon ziemlich bekannt geworden, weil er Norbert Wollheim vertreten hat in dem damals absolut aufsehenerregenden Prozess gegen die IG Farben, den er ja quasi gewonnen hat. Ich glaube, ich habe hier auch ein Foto von Henry Ormond. Genau. Das ist ein Foto aus der Zeit des Auschwitz-Prozesses. Im Fall der Nebenklage im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess, die ja auch so ein besonders prominent und bekannter Fall sozusagen für so eine Nebenklage, erfolgreich in gewisser Weise auch Nebenklagevertretung war, gibt es eine interessante Vorgeschichte, weil da waren verschiedene Organisationen beteiligt an der Vorbereitung dieser Nebenklage, die sich auch eigentlich politisch
gar nicht grün waren, die normalerweise gar nicht zusammenarbeiten wollten. Das war eben auf der einen Seite der World Jewish Congress, auf der anderen Seite das internationale Auschwitz-Komitee mit vielen Kontakten nach Osteuropa und eher eben verwurzelt in diesem antifaschistischen Milieu, womit der World Jewish Congress gar nichts zu tun haben wollte. Und sie kamen aber zusammen, vor allem über ihre Kontakte, die waren beide mit Henry Orban relativ intensiv verbunden. Der war schon lange Rechtsvertreter des Internationalen Auschwitz-Komitees und er hatte viel zu tun auch mit den jüdischen Organisationen, sodass dass sich da so eine Kooperation ergab, die einfach sehr ungewöhnlich war. Und letztlich war es so, dass die Organisationen zusammen die Nebenklägerinnen und Nebenkläger gesucht haben, wobei vor allem die Kontakte des Auschwitz-Komitees da ausschlaggebend waren, weil das Komitee eben sehr eng mit sehr vielen Überlebenden zu tun hatte. Finanziert hat die Nebenklage, und das war, wie Sie ja schon gesagt haben, ein ganz wichtiger Anteil der Vorbereitung, der Realisierung dieser Nebenklage, hat der World Jewish Congress in Zusammenarbeit mit der Jewish Claims Conference, was natürlich auch ungewöhnlich ist, weil das ja nicht zum unmittelbaren Arbeitsbereich eigentlich der Jewish Claims Conference gehörte. Ganz wichtig war den jüdischen Organisationen allerdings, damit nicht öffentlich wahrgenommen zu werden. Also die wollten nicht, dass das in der deutschen Öffentlichkeit bekannt wird. Die wollten nicht, dass die Verteidiger das wissen, weil sie mutmaßten, dass es dann alle möglichen Vorstellungen gab von Beeinflussung oder von irgendwelchen jüdischen Leuten, die da im Hintergrund irgendwie die Fäden ziehen in der Vorbereitung dieses Prozesses. Also sie haben das im Wesentlichen finanziert. Die Nebenklage von Henry Ormond im Auschwitz, im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess, auch in weiteren Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Es gab aber auch noch andere Nebenkläger, Nebenklagevertreter, nämlich kam dann irgendwann ganz kurz vor Prozessbeginn ein sehr berühmter ostdeutscher Anwalt, Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul, als Nebenkläger aus der DDR dazu, der Nebenklagevertreter aus der DDR dazu, der vier Opfer aus der DDR vertreten hat. Das war natürlich verkomplizierte diese Situation nochmal. War von Anfang zu Beginn, wurde das jetzt nicht besonders positiv aufgenommen von den jüdischen Organisationen, auch von Henry Ormond nicht, weil die befürchteten, dass der Kalte Krieg sich dann sehr eine große Rolle spielen würde und alles irgendwie um diese entsprechenden Auseinandersetzungen gehen würde. Das hat sich aber dann in dem Maße, wie das befürchtet wurde, sicherlich nicht bewahrheitet. Also das ist so ein Aspekt, der zwar eigentlich auf der Hand liegt, den man aber nicht erwarten würde. Das ist so diese Verflechtung zwischen juristischer Aufarbeitung von den NS-Verbrechen und Kaltem Krieg. Wie muss man sich das dann bei Kaul im Gerichtssaal vorstellen? Ich habe hier noch mal, ich gucke mal gerade, ob ich nicht noch ein Foto habe von Kaul. Hier sieht man die Nebenklagevertreter ausnahmsweise mal zusammen. Das ist ein Foto der Ortsbesichtigung des Frankfurter Gerichts in Auschwitz. Das war damals eine absolut aufsehenerregende Angelegenheit. Das ist relativ bekannt inzwischen. Ormond hat das in die Wege geleitet. Das war sicherlich einer seiner wichtigsten Initiativen, neben vielen anderen wichtigen im Auschwitz-Prozess. Und hier sieht man Kaul und Ormond gemeinsam nebeneinander stehen. Die sind, das steht hier in der ersten Reihe, der dritte von rechts ist Ormond und der vierte von rechts ist Kaul in seltener Nähe zusammen. Also wenn Sie jetzt nach den Bedeutungen irgendwie der Konflikte des Kalten Kriegs in Frankreich. Also gibt es eine Agenda, vielleicht präzisiere ich die Frage, gibt es eine Agenda, also so die kommunistische Faschismus-Interpretation, wer ist letztlich schuld, zurückzuführen dann eben auf den Kapitalismus als Wurzel, der ja so Antisemitismus und Rassismus eher in die zweite Linie stellt, Anklage der alten Eliten, die dann wieder in der Bundesrepublik auch das Sagen haben. Das könnte man sich ja alles vorstellen. Steht das auf Kauls Agenda oder war er dazu so Profi und hat das auch, war ihm die Sache an sich auch zu wichtig, um das auf diese Ebene zu ziehen? Also ich würde sagen, Kaul
war die Sache wichtig, ja, dem war die Sache wichtig und er war aber gleichzeitig auch ein überzeugter Parteikommunist. Und das sieht man beides sehr deutlich in seinem Agieren vor Gericht. Also er hatte natürlich eine Agenda, die auch mit den Behörden, verschiedenen Behörden der SED der DDR abgestimmt war, die mit der SED abgestimmt war, mit einem, da bildete sich eine Auschwitz-Arbeitsgruppe, wo verschiedene Behörden teilgenommen haben, die auch gemeinsam über die Prozessstrategie Kauls debattiert haben und die festgelegt haben und so weiter. Also Kaul war da schon eingebunden in so eine größere Strategie und er hat auch immer wieder entsprechend dort agiert. Also das heißt, genau wie Sie das schon gesagt haben, es ging immer wieder um die Hintermänner, um die Schuld der Großindustrie. Im Zentrum stand dann da natürlich immer wieder die IG Farben, die ja auch tatsächlich eine große Rolle spielten in Auschwitz, vor allem in Monowitz. Aber hier immer wieder als die eigentlichen Urheber auch dieser Prozesse, dann dieser Verbrechen dann so ein bisschen in einer sehr überzogenen Weise da auftauchten und so. Also man sieht das bei Kaul und er hatte auch entsprechende Gegenspieler, nämlich sehr deutlich rechtsgerichtete Verteidiger. Und da wurden dann immer wieder, gab es ja, diese Auseinandersetzungen, ja, die fast auf eine sehr, sehr platte Weise sozusagen diese Konflikte irgendwie des Kalten Kriegs dann da verhandelt haben. Und es gab aber auch ein sehr ernsthaftes Agieren von Kaul in dem Prozess. Und es war auch so, dass trotz der politischen Differenzen, die sicherlich vorhanden waren, und trotz des absolut unterschiedlichen Naturells meines Erachtens von Ormond und Kaul, die dann doch auch ziemlich viel zusammengearbeitet haben, gerade zum Schutz der Zeugen, dazu bestimmte Dinge einzubringen, bestimmte Themen auch vor Gericht stark zu machen. Also insofern, ja, das war so beides. Ich würde so meine letzte Frage vielleicht den Nebenklägern gelten lassen. Wer waren die Nebenkläger, Nebenklägerinnen vielleicht auch im Auschwitz-Prozess? Wie hat man die überhaupt gefunden? Und wie sind sie in Deutschland, in der Bundesrepublik, im Land der Täter aufgenommen worden? Es ist ihnen ja sicherlich schwer gefallen, dorthin zu fahren. Ja, ich habe hier noch so ein Foto. Ich habe, glaube ich, sogar noch. Oh nein, das ist es nicht. Hier habe ich erstmal ein Foto. Da sieht man den Nebenkläger Yehuda Bacon rechts. In der Mitte sitzt Hermann Langbein und links sitzt eine Zeugin aus Mexiko, Dunja Wasserstrom. Yehuda Bacon ist, glaube ich, der einzige noch lebende Zeuge des Auschwitz-Prozesses und er war damals der jüngste Nebenkläger natürlich. Er war in Auschwitz ein Kind und er war immer noch, sieht man ja, ein junger Mann zur Zeit, als der Prozess ablief. Diese Nebenkläger zu finden, war tatsächlich schwerer, als es sich die Organisation vorgestellt hat. Es gibt auf der einen Seite gibt es ja erstmal eine juristische Hürde. Also die Nebenkläger müssen bestimmte juristische Anforderungen erfüllen, um überhaupt Nebenkläger sein zu können. Das heißt, sie müssen nachweisen, dass sie Angehörige verloren haben, und zwar aufgrund der Taten eines der Angeklagten. Und das war gar nicht so leicht. Das war schon eine juristisch eine relativ hohe Hürde auch. Es gab auch Zeugen, die, also nein, sagen wir mal umgekehrt, also die Organisationen haben dann die Nebenkläger gefunden, als sie angefangen haben, systematisch die Zeugen anzusprechen. Letztlich waren fast alle der Nebenklägerinnen und Nebenkläger waren auch Zeugen, das heißt, sie kamen auch in den Prozess. Und das ist auch der Moment, wo es überhaupt nur einen Kontakt gibt eigentlich zwischen Nebenklägern und dem Gericht. Denn Nebenkläger müssen eigentlich nicht unbedingt vor Gericht erscheinen. Die sind ja anwaltlich vertreten, die könnten auch zu Hause bleiben ansonsten. Das heißt, für die Nebenkläger gab es ja dieselben Schwierigkeiten und dieselbe, ja oft doch sehr komplizierte Situation wie für die Zeugen aus dem Ausland, die sich überlegt haben, nun nach Deutschland zu reisen und hier vor Gericht auszusagen oder nicht auszusagen. Und das waren oft sehr schwierige und komplexe Entscheidungen, denn auf der einen Seite gab es eine sehr große Zustimmung zu dieser Zeit, das hat sich später sehr geändert, aber zu dieser Zeit im Prinzip, zu dieser Idee, dieser Prozesse, die wurde sehr stark unterstützt von den Überlebenden und viele waren im Prinzip bereit, auszusagen,
um über ihre Geschichten zu reden, um beizutragen zur Aufklärung über Auschwitz. Und es gab viele Motive der Zeugen. Dagegen stand diese Vorstellung, man muss jetzt hier nach Deutschland reisen. Das war für viele schon eine hohe Überwindung. Das war auch mit richtig, also mit Befürchtungen verbunden, die wir uns, glaube ich, heute gar nicht mehr so vorstellen können. Also die Leute haben wirklich um ihre Sicherheit gefürchtet zum Teil. Ja. Und dann eben die Vorstellung, man muss da in diesem Gerichtssaal sitzen, man muss diesen Tätern gegenübertreten, man muss sich diesen ganzen gerichtlichen Prozeduren unterwerfen und dann versuchen, noch seine all diese Geschichten zu erzählen und so weiter. Also das waren ja verschiedene hohe Anforderungen, die für die Zeugen galten und in dem Sinne dann auch für die Nebenkläger galten. Im Frankfurter Auschwitz-Prozess war die Erfahrung, die die Zeugen und Zeuginnen gemacht haben, vergleichsweise gut, wenn man das mit anderen Prozessen vergleicht. Also es gab parallel zum Frankfurter Auschwitz-Prozess, also absolut parallel, zeitlich parallel und sogar im selben Gerichtssaal alternierend an den verschiedenen Tagen, wurde ein anderer großer Prozess durchgeführt, der kaum bekannt ist, gegen zwei, jedenfalls in einem Fall hochrangige Schreibtischtäter, also die unter anderem mit Eichmann zusammen in Budapest die Organisation der ungarischen Juden, die Deportation der ungarischen Juden organisiert haben. Das war ein Prozess, bei dem ebenfalls die jüdischen Organisationen für die Nebenklage gesorgt haben, die auch von Henry Orban vertreten wurde und seinem Kompagnon Christian Rabe. Aus diesem Prozess wissen wir viel weniger. Es gibt viel weniger Berichte. Die Presse hat ganz sporadisch nur über diesen Prozess berichtet. Aber alles, was wir wissen, spricht dafür, dass dort die Zeugen und Nebenkläger, in dem Fall ausschließlich jüdische Zeuginnen und Zeugen und Kläger, sehr mehr Geringschätzung und Respektlosigkeit behandelt wurden und dass dort auch antisemitische Ressentiments bei ganz verschiedenen Prozessbeteiligten, nicht nur bei den Verteidigern, wo man das öfters mal spürt, sondern auch beim Gericht ganz offensichtlich waren. Und das war ja eine andere Erfahrung als die Zeugen und Kläger im Ausschussprozess gemacht haben. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Stengel, für diese Hintergründe und auch ja, diesen Blick auf einen lange Zeit ganz kaum bekannten Aspekt von Prozessen bis hin auch auf Biografien von Zeuginnen und Zeugen, Nebenklägerinnen und Nebenklägern und ihren Anwälten wie Ormond und Kaul, die ja oft sehr stark im Schatten von Richtern, Staatsanwälten, Verteidigern und eben den Tätern standen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende von der heutigen Folge von Ins Heft gezoomt, aber ich möchte unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht entlassen, ohne Ihnen kurz auch zu berichten, was Sie denn außer Ihrem Aufsatz, Frau Stengel, noch lesen können im Juli-Heft. Wir haben einen Beitrag, der ganz gut dazu passt, nämlich ein NS-Täter, der nie vor Gericht stand. Oder stimmt so nicht, der stand vor einem französischen Gericht und wurde freigesprochen. Da geht es um Karl Epting, einen führenden nationalsozialistischen Kulturpolitiker im besetzten Frankreich, einen wichtigen Mitarbeiter von Otto Abetz und Konrad Ley, der Autor dieses Aufsatzes, zeichnet seinen Lebensweg nach von seiner frühen völkischen Sozialisierung bis hin zu seiner zweiten Karriere im Schulwesen Baden-Württembergs, wo er es bis zum Oberstudiendirektor eines horribile dicto Theodor Heuss Gymnasiums gebracht hat, offensichtlich ohne sich jemals von seinen völkischen, rassistischen und antisemitischen Ressentiments zu verabschieden. Dann haben wir einen Beitrag von Robert Wolf über eine sehr bekannte Flugzeugentführung 1976 nach Entebbe. Ein gemischtes Kommando aus palästinensischen Freiheitskämpfern und deutschen Terroristen einer internationalen revolutionären Zelle. Ein Flugzeug mit sehr vielen israelischen Staatsbürgern an Bord, die dann von den beiden deutschen Terroristen dann auch besonders bewacht worden sind. Eine sehr schwierige Geschichte, die vieles an, ja, deutsch-jüdischen Fragen wieder zum Vorschein gebracht hat. Dann haben wir einen Beitrag über
die deutsche und die amerikanische Schwulenbewegung und den Konservatismus. Zwei Pole, die man jetzt gerade, Christopher Street, der ist noch nicht lange her, wenig zusammenbringt. Konservativismus und homosexuelle Emanzipationsbewegung. Und last but not least, 40 Jahre später haben wir einen Aufsatz über den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher und die Rolle, die das Institut für Zeitgeschichte in diesem Skandal gespielt hat. Abgedruckt ist ein Briefwechsel zwischen dem damaligen Direktor des Instituts Martin Borchardt und Hendry Nannen, dem Herausgeber des Spiegels, der nicht nur interessant, sondern auch sehr vergnüglich zu lesen ist. Ich würde mich freuen, wenn ich das zahlreiche Leserinnen und Leser fände. Natürlich allen voran der Aufsatz von Katrin Stengel, bei der ich mich noch herzlich bedanken möchte. Und ja, dann verabschiede ich mich von unserem Gast, von den Zuschauerinnen und Zuschauern am Bildschirm und ich freue mich auf die nächste Folge von Ins Heft gezoomt. Machen Sie es gut.